Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Potenzen. Willkommen bei Teil 2 des Basic-Videos zu Potenzen. Ich will dir jetzt die restlichen drei Rechenregeln erklären. Die vierte Rechenregel, die wir in diesem Lernzyklus kennenlernen, sagt uns, dass eine Hochzahl für alle Faktoren einer Multiplikation gilt, wenn um diese eine Klammer steht. Weil wenn du a mal b Klammer zu hoch 3 siehst, dann weißt du schon, dass das bedeutet, du rechnest a mal b 3 mal sich selbst. Du kannst dann im nächsten Schritt die Klammern auflösen und die Variablen ordnen. Hier im Beispiel siehst du 3 mal den Faktor a und 3 mal den Faktor b. Und das kannst du schreiben als a hoch 3 mal b hoch 3. Wenn du eine Rechnung mit Zahlenwerten hast, wie zum Beispiel 5 mal 3 Klammer zu hoch 2, dann zählt also auch hier die Regel, dass die Hochzahlen über der Klammer für alle Faktoren in der Klammer gilt. Und du erhältst 5 hoch 2 mal 3 hoch 2. Aber Achtung, steht in der Klammer ein Plus oder ein Minus, dann gilt diese Regel nicht. Was dann passiert, verrät dir Julia im Lernvideozyklus zu den binomischen Formeln. Diese Rechenregel gilt also nur genau dann, wenn in der Klammer eine Multiplikation oder eine Division steht. A durch b hoch 3 heißt also, im Zähler steht 3 mal a und im Nenner 3 mal ein b. Wenn du diese Werte im Zähler und im Nenner zusammenfasst, erhältst du a hoch 3 durch b hoch 3. Und das kann man nicht weiter kürzen. Als Zahlenbeispiel habe ich die Rechnung 7 durch 2 hoch 4. Und dank unserer vierten Rechenregel weißt du, dass der Exponent, nämlich die 4, sowohl auf die 7 als auch auf die 2 angewendet wird. Die letzte Rechenregel sagt dir, dass wenn du eine Hochzahl mal eine Hochzahl rechnen sollst, du einfach die beiden Hochzahlen multiplizieren sollst. A hoch 4 hoch 2 können wir nämlich auch schreiben wie a hoch 4 mal a hoch 4. Die zwei Potenzen ausgerechnet ergeben 8 mal die Variable a mit sich selbst multipliziert, also a hoch 8. Auch am Zahlenbeispiel 2 hoch 3 hoch 6 siehst du, dass wenn du 2 hoch 3 6 mal mit sich selbst rechnest, dann alle Potenzen ausschreibst und sie zusammenfasst, dass du 2 hoch 18 erhältst und 18 ist ja 3 mal 6. Und das waren auch schon die 6 Rechenregeln. Mit ein bisschen Üben wirst du die Regeln bestimmt bald gut anwenden können und noch viel schwierigere Rechnungen lösen können. Also zur Wiederholung. Potenzen mit derselben Basis werden multipliziert, indem man die Hochzahlen addiert. Potenzen mit derselben Basis werden dividiert, indem man die Hochzahlen subtrahiert. Das Produkt von zwei Zahlen wird potenziert, indem man die einzelnen Faktoren potenziert. Und das Gleiche gilt bei einer Division innerhalb einer Klammer. Steht über einer Potenz ein weiterer Exponent, so werden die zwei Hochzahlen miteinander multipliziert. Und eine Zahl mit negativer Hochzahl n kann man umschreiben als 1 durch diese Zahl hoch plus n. Am Ende schauen wir uns jetzt noch ein paar Beispiele an. Als erstes haben wir ein Produkt aus drei Variablen hoch 3. Die 3 um die Klammer können wir hier, wie wir vorher erfahren haben, auf jeden Faktor anwenden und erhalten c hoch 3 mal d hoch 3 mal e hoch 3. Beim nächsten Beispiel sehen wir eine Hochzahl sowohl in der Klammer als auch außerhalb und müssen sie somit miteinander multiplizieren. Im Exponenten steht dann eine negative Zahl und aus dem Basic Video 1 wissen wir noch, dass wir das auch schreiben können als 1 durch u hoch 30. Wenn eine Hochzahl um die Klammer steht und innen ein Bruch, so gilt wie beim ersten Beispiel, dass die Hochzahl für alle Variablen in der Klammer angewendet wird. Wenn wir als Beispiel g hoch 3 mal w haben und das quadrieren, dann multiplizieren wir die 2 wieder mit jedem Faktor, also g hoch 3 mal 2 und w hoch 2 und multiplizieren dies dann aus.
Bei der letzten Rechnung sind wieder einige Rechenregeln kombiniert. Zuerst fassen wir hier die Variablen mit gleicher Basis aus dem Zähler zusammen. Wir wissen, Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert, indem man die Hochzahlen addiert und schreiben daher b hoch 5. Nun schauen wir uns die Hochzahl um die Klammer an, die sich wieder auf jeden Wert in der Klammer bezieht. Und weil eine Hochzahl nach einer anderen Hochzahl mit dieser multipliziert wird, erhalten wir b hoch 10 durch f hoch 8. Ich hoffe, du kennst dich jetzt gut mit den Rechenregeln aus und falls es noch ein paar Unklarheiten gibt, schau dir das Video am besten noch einmal an. Viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!